WDR 5. Unterhaltung am Wochenende. Heute mit einer neuen Folge der Kabarettreihe Hart an der Grenze. Mit Gernot Volz, H.G. Butzko, Herbert Knebel und dem A Cappella-Duo Die Feisten. Es moderiert Wilfried Schmickler. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Villa-Möhle, den Rochkessel hier, an der prachtigen Niederrhein hier, nach der 60. Folge vom Hart an der Grenze. Es hat die Welt seit nunmehr 13 Tagen im Grundsatz nur ein einziges Problem. Die wichtigste von allen wichtigen Fragen: Wer spielt jetzt wo und wie und gegen wen? An jedem Auto hängt ein kleines Fähnchen, aus jeder Glotze dröhnt das Torgebrüll. Ein Tattoo im Gesicht, im Haar drei Strähnchen, da rette sich wer kann und das nicht will. Ja, das ist wieder Hart an der Grenze. Der Globus im Mutan, den Puls beim Überwahn. Hart an der Grenze. Die Welt ein Ball, auf jeden Fall Pokal, Mondial. Und alles andere ist total egal. Die Mannschaft hat zum Frühstück Gras gefressen und dementsprechend super ist sie drauf. Der Trainer brüllt, ab jetzt hilft nur noch pressen. Doch plötzlich nimmt das Elend seinen Lauf. Die Kette wird zu früh nach links verschoben. Der falsche Sechser torkelt durch den Raum. Am Strafraum wird ein Abseits aufgehoben. Und plötzlich ist er aus, der Fußballtraum. Ja, das ist wieder an der Grenze. Die Ordnung kollabiert, der Gegner triumphiert. Hart an der Grenze. Der Stürmer tankt, die Abwehr bangt. Herrje, ach nee, den Kenner tun beide Augen weh. Hart an der Grenze. Ein letzter langer Ball, danach der tiefe Fall. Hart an der Grenze. Das Spiel ist aus, wir fahren noch aus. Oh wei, Geschrei. Da ist das Märchen plötzlich schon vorbei. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Public Listening. Hart an der Strafraumgrenze in der Villa Tretermühle in Gorch-Kessel am Niederrhein zur 60. Folge von Hart an der Grenze. Wir sind mittendrin im russischen Sommermärchen, dem Märchen von den unbeschwerten Fußballspielen im Land der lupenreinen Demokratie. Unpolitisch, finanziell korrekt und garantiert dopingfrei. Ja, da lachen die Hulizars. Oder wie die Hühner auf Russisch heißen. Und deshalb ist die Stimmung der Menschen hierzulande vielleicht auch noch nicht ganz so euphorisch, wie man es in der designierten Heimat des fünften Sterns erwarten würde. Eventuell liegt es aber auch daran, dass in Deutschland zurzeit zu viele Märchen auf einmal erzählt werden. Das Märchen von den Blinden und dem Winterkorn. Das Märchen vom Hartz-IV-Empfänger, der sich auszog, um nicht sanktioniert zu werden. Und das Märchen vom Schlaraffenland ohne Grenzen. Es ist doch so, wenn heute jemand zum Beispiel vom geeinigten Europa, vom Recht auf Asyl oder vom Segen der Globalisierung spricht, dann heißt es gleich, erzähl keine Märchen. Wir tun es trotzdem. Also, es war einmal ein gütiger Radiosender, der sorgte dafür, dass seine Hörerinnen und Hörer jahrzehntelang an jedem Wochenende so wunderbar unterhalten wurden, dass sie für 2 Stunden wie verzaubert waren. Und weil er nicht abgeschaltet wurde, sendet er noch heute. In diesem Sinne begrüße ich Sie da draußen, in den endlosen Weiten des globalen Sendegebiets. Mein Name ist Wilfried Schmickler und Sie hören die Unterhaltung am Wochenende auf WDR 5. Und ganz egal, wo Sie gerade Ihre höchstpersönlichen Märchenstunden verbringen, ob Sie gerade an einem ausgetrockneten Baggersee in der prallen Sonne schmoren wie die Bratwurst auf dem Grill, oder ob Sie irgendwo auf einer deutschen Autobahn gerade mit Ihrem Geländewagen im kochenden Asphalt versinken, oder ob Sie gerade auf einem Campingplatz in Flughafennähe im Sauerstoffzelt liegen und die Starts und Landungen zählen. Hier ist für Sie unser märchenhafter Gruß von den Hänseln und Greteln in der Villa Zaubermühle im Hexenkessel von Goch am Niederrhein.
Und wie es sich für ein echtes Märchen gehört, haben wir für Sie einige der fabelhaftesten Wesen aus dem Reich der Phantasten und Spinner eingeladen. Als da wären der Oberförster aus dem Finsterwald der bösen Wölfe, H.G. Butzko, die elfengleichen Sänger der gesponnenen Mähren und wundersamen Weisen, die Feisten, den immer gut gelaunten Kaiser mit den uralten Kleidern, Herbert Knebel, und natürlich das nimmersatte Rumpelstilzchen des gierigen Königs, den ungeküssten Frosch aus dem finsteren Tümpel des Schlosses, den Knüppel aus dem Steuersack, unseren Finanzbeamten, den Herrn Häuser. Herr Häuser! Ja, schönen guten Tag, Herr Schmidtlein. Herr Häuser, heute habe ich eine Überraschung für Sie. Ach, für mich? Das ist ja nett. Ja, heute am 23. Mai ist nämlich der Tag des öffentlichen Dienstes. Ja, das wusste ich ja. Naja, aber ich. An so einem Tag muss man auch mal die Verdienste der Finanzbeamten würdigen. Oh. Deswegen habe ich heute ein Geschenk für Sie. Aha. Kleiner Tipp, es ist etwas für Ihr Büro zum Aufhängen. Bitte nicht. Herr Schmidtler, ich möchte kein Kruzifix. Natürlich bitte, nicht. Wir sind ja nicht in Bayern. Stellen Sie sich mal vor, Jesus wäre verbrannt worden. Da würde im Amtsstuhl jetzt überall Rauchmelder hängen. Das wäre doch... Nein. Und das wäre ja noch sinnvoll. Ich meine, Herr Schmidtler, das wird ja immer schlimmer da unten bei den Bayern. Ein entfernter Cousin von mir ist mit seiner Familie jetzt heruntergezogen und der kleine Sohn, der Fritz, ist in die Schule gegangen, dritte Schule der Grundschule. Die hatten vor ein paar Wochen die Biologie. Da hat die Lehrerin gefragt, was ist das? Nicht es. Es ist braunes Fell, ein buschigen Schwanz, hüpft von Ast zu Ast und isst gerne Nüsse. Mhm. Und da hat der Fritz geantwortet, normalerweise würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier kenne, ist es wieder das Jesuskind. Naja. Wie gesagt, Herr Häuser, es ist kein Kruzifix, ja, sondern... Ich freue mich so, was ist... Eine Unterhose. Warum soll ich mir denn eine Unterhose aufhängen, Herr Schmidtler? Ja, ist doch klar, wenn man in Bayern in eine Amtsstube kommt, dann weiß man, benimm dich, sonst wirst du gekreuzigt, nicht? Und wenn ein Bürger zu Ihnen ins Büro kommt, dann weiß er sofort, hier werde ich ausgezogen. Oh nein, das ist doch... Sehr verehrte Damen und Herren, das stimmt natürlich so überhaupt nicht. Sie werden nicht ausgezogen. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die Steuergelder reinbekommen. Das wissen Sie, das kennen Sie. Das ist sicherlich auch manchmal schmerzhaft. Ich meine, Sie kennen ja vielleicht diesen Spruch, nicht? Also der Gehalt ist ja die Provision des Staates, die er einem für die gezahlten Steuern zugesteht. Nicht? Wir brauchen aber auch die Steuergelder. Meine Damen und Herren, Sie wissen, vor ein paar Wochen war Haushaltsdebatte im Bundestag. Da hat Finanzminister Scholz seinen neuen Haushaltsplan vorgestellt. Und worüber wurde am meisten diskutiert? Über den Wehretat. Der soll um 2 Milliarden erhöht werden. Aber unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen möchte gerne 10 Milliarden mehr. Ja, 10 Milliarden mehr, weil die Bundeswehr, also die hat riesige Materialprobleme, sagt man. Also wir haben eine U-Boot-Flotte, die hat keine U-Boote mehr. Die Hubschrauberpiloten haben keine flugfähigen Hubschrauber mehr. Nicht in der Bundeswehr ist sowas möglich. Wahrscheinlich haben im nächsten Monat die bayerischen Gebirgsjäger keine Berge mehr. Ich weiß es nicht. Man sagt es so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist nur ein Sommermärchen, meine Damen und Herren. Im Grunde genommen habe ich den Eindruck, wir sollen nur darauf vorbereitet werden, dass eben demnächst auch mehr Steuergelder hier für den Wehretat verbraucht werden. Ich meine, das kennen Sie ja auch von zu Hause. Nicht Ihre Frau hat den Schrank voller Kleider, rennt aber mit dem Badezimmervorleger um die Schultern durch die Wohnung, damit Sie ihr ein neues kaufen. Also das kennt man doch. Aber hören Sie, woran es der Bundeswehr wirklich mangelt, das ist am Nachwuchs. Da haben Sie also echte Probleme, weil es will keiner mehr zur Bundeswehr. Nicht klar, sie hat einen schlechten Ruf, da hat sie selber dran gearbeitet. Die Kasernen sind im schlechten Zustand, sadistische Aufnahmerituale, rechte Netzwerke überall, da will natürlich keiner mehr hin. Und um das Nachwuchsproblem zu beheben, und das ist wirklich toll, wirbt die Bundeswehr seit 2 Jahren verstärkt in Schulen, in Kindergärten und auch in Kitas, in Kindertagesstätten.
Ja, ja, ja. Die machen da ganz tolle Aktionen. Da gibt es dann Lampion-Umzüge durch die Kasernen für die Kleinen. Oder, ja, oder die dürfen mal einen Tag lang auf dem Tornado rumklettern, nicht Versteck spielen, Manövergelände. Also wirklich tolle Sachen. Sehen Sie? Und da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Wenn die Bundeswehr jetzt da wirbt bei den Kleinen im Kindergartenkita, dann brauchen die ja auch neue Lieder. Verstehen Sie? Also Lieder, die dann eben diese Werbesituation entsprechend unterstützen. Und da habe ich ein paar Vorschläge. Ich habe mir was überlegt. Deswegen möchte ich Ihnen gerne vorstellen, nicht meine Vorschläge für Bundeswehr-Kinderlieder. Wenn Sie einen Refrain kennen oder so, dürfen Sie gerne mitsingen. Ich würde mal anfangen, um die Werbesituation zu unterstützen, würde ich mal anfangen mit folgendem Lied. Also, ein Panzer steht im Walde ganz still und stumm. Er kann leider nicht schießen, sein Rohr ist krumm. Wer kaufte diesen Panzer ein? Das war doch diese von der Leyen. So, oder, Moment. Ich hab noch was. Es klappert das Sturmgewehr scheppernd und laut. Da hat Heckler Koch wieder Scheiße gebaut. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Ja, und auch die Kriegssituation wird nicht ausgespart. Nein, da wird drüber gesungen, nicht? Alle meine Minen schwimmen übern See, schwimmen übern See. Fährt ein Schiffchen drüber, fliegt es in die Höhe. Also, oder 10 kleine Islamisten saßen im Versteck. Der eine spielt mit Sprengstoff rum, da waren sie alle weg. Und den Soldaten geht es natürlich gut. Also deswegen wird auch das persönliche Befinden wird besungen. Ja, da kommt Tripper, Tripper, der Freund der Soldaten. Jeder kennt ihn, braucht Penicillin. Und für die Umzüge habe ich auch was. Ich gehe in meine Kaserne und meine Kaserne ist schön. Die Wände leuchten von Ferne im zarten Schimmelgrün. Der Putz fällt ab, die Scheiben blind. Rabimmel, rabammel, rabum. Die Mäuse paaren sich im Spind. Rabimmel, rabammel, rabum. Ja, sehr schön. Sie könnten da mitsingen in den Kindergarten. Wunderbar. Und am Schluss zum großen Finale, da singen wir natürlich: Bei der Übung Schießerei gab's eine große Schweinerei. Denn ein Schuss war schlecht, traf ihn ins Gemächt. Und jetzt fehlt dem Spieß ein Ei. Das Manöver ist vorbei. Dankeschön. Super, Herr Häuser, Mensch. Sie sind ja ein richtiger Dichter. Die Verse fließen Ihnen ja aus der Feder wie der Rumpel aus der Kammer. Ich meine, Deutschland ist ja weltberühmt für seine großen Dichter. Nicht? Es kommen ja auch fast täglich neue dazu, wie an jenem Tag, als der Alexander Gauland von der AfD diese Nummer mit den Vögeln in der tausendjährigen Geschichte der Deutschen gebracht hat. Nicht? Da hat der Cornelius Oetle aus Stuttgart ein Gedicht rausgehauen für Amsel, Drossel, Fink und Star und den Rest der Vogelschar, Titel Der Scheißbefehl. Ich zitiere: Scheißt ihn voll den alten Sack, ja, scheißt auf seine Matte, scheißt ihm auf den Autolack, verscheißt auch die Krawatte, scheißt auf alle, die er kennt und scheißt ihm in die Ohren, scheißt, bis er ums Leben flennt, ja, scheißt aus allen Rohren, scheißt eiskalt auf diesen Mann, scheißt, bis er sich häutet, scheißt, vielleicht versteht er dann, was Vogelschiss bedeutet. Ja. Und damit, meine Damen und Herren, begrüße ich nun unseren ersten Gast, den Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts. Herzlich willkommen, H.G. Butzko. Bitte sehr. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Alle Welt regt sich über Donald Trump auf und das zu Recht. Seit Donald Trump Präsident der USA ist, kann man doch eines sagen. Früher war Amerika mal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Jetzt ist es auch das Land der unmöglichen Begrenztheit. Weshalb ist, wir merken schon, nicht nur negative Aspekte hat ein US-Präsident Donald Trump, das wären immerhin auch 4 goldene Jahre fürs Kabarett. Der erste Gratulant, als das Wahlergebnis feststand, war ja auch ein berühmter US-Komiker. Der erste Gratulant, das war der berühmte US-Komiker George W. Bush, der sich erleichtert zeigte, dass er nun nicht mehr als der peinlichste Präsident aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Und was der Trump sich seitdem für Peinlichkeiten leistet, man wünscht sich mal einen Tag, in dem man sich keine leistet. Der Konflikt mit dem Iran, USA gegen Iran. Gut, auf der einen Seite ein Land, das von religiösem Fundamentalismus geprägt ist, das gegen Regierungskritik vorgeht, gegen die Pressefreiheit, Wahlen manipuliert, die eigene Bevölkerung ausspitzelt, Polizisten duldet, die sich nicht an die Regeln eines Rechtsstaates halten müssen, Todesstrafe fängt ohne faire Prozesse, in anderen Ländern Miliz unterstützt, sich nicht an internationale Abkommen hält, und auf der anderen Seite der Iran. Da geht der Trump jetzt gegen vor, und wenn ich mitzieht, bekommt von Trump einen Handelskrieg. Auch eine wunderbare Sache. Die halbe Welt kriegt allein auf die Idee zu kommen, mit China einen Handelskrieg anzufangen. Also zur Erinnerung. China besitzt US-Staatsanleihen im Wert von über 2.500 Milliarden Dollar. Würde China diese Papiere auf den Markt werfen, würde der Wert des Dollars sinken wie ein Bungee-Sprung. Nur ohne Seil. Resultat: über 300 Millionen hochverschuldete US-Amerikaner müssten von heute auf morgen alle anfangen zu sparen. Reicht eigentlich als Pointe, oder? Der Wohlstand in den USA befindet sich in der Hand von China, und das, darin sind sich alle einig, die Experten und die Experten. Das war die ganze Zeit gemeint mit Kampf der Kulturen. Amis gegen Chinesen war immer gemeint mit Kampf der Kulturen. Also der Kulturen, die Amis. Ein Volk, dem man aufschreiben muss, dass Katzen nicht in der Mikrowelle erwärmt werden dürfen. Gegen die Chinesen, ein Volk, das genau weiß, Katzen muss man im Wok zubereiten. Aber was so diese ökonomische Kompetenz von Donald Trump betrifft, er macht jetzt das, was er im Wahlkampf angekündigt hat. Und zwar Staatsausgaben erhöhen, Schulden abbauen und Steuern senken. Aber nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Ey, stell dir mal vor, Papi ruft den Familienrat zusammen und sagt, Kinder, morgen gibt's eine Taschengelderhöhung. Super, Papi, rufen da die Kinder. Am nächsten Tag geht Papi zu seiner Bank und sagt, er möchte keine neuen Kredite, die alten noch schneller abbezahlen. Super, Papi, ruft da die Bank. Am dritten Tag geht Papi zu seinem Chef und sagt, er möchte keine Gehaltserhöhung, stattdessen ab sofort weniger bekommen. Frage, wie lang wird es dauern, bis Mutti Papi in die Eier tritt? Ich sage, eine Peinlichkeit jagt die nächste. Ich will es gar nicht, aber die schönste Peinlichkeit noch. Dieser Satz von Donald Trump, alle illegalen Einwanderer müssen das Land verlassen. Wo man sich auch nur danach sehnt, dass eine Abordnung der indianischen Ureinwohner immer fragt, ob er das eigentlich ernst meint. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, das Problem ist nicht Donald Trump. Das Problem, das sind die Leute, die Donald Trump gewählt haben. Und von denen rennen auch in Deutschland genügend rum. 12,6% der Deutschen haben bei der letzten Wahl eine Partei gewählt, die den politischen Anstand zu Grabe trägt. Bei diesen Wählern bekam der Begriff Urnengang eine völlig neue Bedeutung. Und mich hat's nicht überrascht. Ich habe es kommen sehen. Die letzten Monate, wenn ich Jahre, wenn ich meinen E-Mail-Eingang reingeguckt habe bei Facebook und Twitter, bekam ich Sachen zu lesen, dass ich mich fragte, sag mal, sehe ich eigentlich aus wie ein Proktologe? Wie ein Facharzt für Darmspiegelungen? So viele Arschlöcher musste ich mir da angucken. Ne? Schrieb mir einer zum Beispiel Folgendes. Zitat. Du dummes, arrogantes Dreckschwein bist so eine verlogene Stasi-Sau.
Ich meine, dass ich dummes, arrogantes Dreckschwein bin, okay. Verlogene Sau, von mir aus auch. Aber dass ich bei der Stasi war, das wusste ich gar nicht. Als die Mauer fiel, war ich gerade mal volljährig. Da musste die Stasi mich also angeheuert haben, als ich in der Pubertät war. Um DDR-Bürger auszuspitzeln. Von Gelsenkirchen aus. Und ich selber habe das nicht mal mitbekommen. Aber daran kannst du sehen, wie perfide diese Stasi damals gearbeitet hat. Ja, nur damit nicht genug schaut. Also einer dummes, arrogantes, Dreckschwein verlogene Stasi-Sau. Und jetzt kommentierte darunter ein zweiter. Genau. Und in dem Moment wusste ich endlich, warum man sowas eigentlich soziale Netzwerke nennt. Früher hatte jedes Dorf einen Depp. Facebook heißt, dass die sich jetzt miteinander unterhalten können. Oder anderes Beispiel. Schrieb mir aus Dresden eine E-Mail, bekam eine E-Mail von jemandem aus Dresden. Stand drin, wir wollen eben bei uns keine Verhältnisse wie in Neukölln. Habe ich geantwortet, interessant, ich wohne zurzeit in Neukölln. Erzähl mal, welche Verhältnisse haben wir denn hier? Antwort, naja, was man halt immer so liest, in der Zeitung und so. Und da konnte ich es mir natürlich nicht verkneifen und musste antworten, Lügenpresse, Lügenpresse. Nee, schrieb er, wir wollen eben bei uns keine Zustände wie in Westdeutschland. Und da habe ich geantwortet, ja, das hättet ihr mal 1989 sagen sollen. Nein. Wenn man sich das so zu Gemüte führt, was in den sozialen Netzwerken los ist, möchte man nur noch ausrufen, Herr, schmeiß Hirn vom Himmel. Oder Backsteine, Hauptsache du triffst. Bei den Höhepunkten konnte man dann lesen auf der Seite von Pegida. Allein das Wort patriotische Europäer, ein witziger Widerspruch in sich. Zur Erinnerung, Patriot, das ist eine Luftabwehrrakete. Was ist der Unterschied zum menschlichen Patrioten? Die Rakete hat einen intelligenten Suchkopf. Und den Beweis konnte man lesen auf der Seite von Pegida. Da schrieb jemand... Die Islamisierung ist bereits fortgeschritten. An deutschen Schulen werden arabische Zahlen gelehrt. Ich will inständig hoffen, dass zumindest hier drin jetzt jeder den Witz kapiert hat. Ja, ich frage nur nach, weil Pegida hat den nicht kapiert. Pegida hat darunter geantwortet, Zitat, nichts davon ist unumkehrbar, wir müssen es nur wollen. Ja, genau, schrieb da der Erste wieder. Und lateinische Schrift wird auch gelehrt. Antwort Pegida, bei uns zum Glück noch nicht. Und in dem Moment wurde mir eines schlagartig klar. Eine Politik, die es seit 10, 20 Jahren nicht geschafft hat, effektiv etwas gegen die Bildungsmisere in unserem Land zu unternehmen. Eine Politik, die nicht eine Sekunde zögerte, Multimilliarden für die Bankenrettung bereitzustellen, aber jeden Euro für Lehrkräfte und Unterrichtsmaterialien zweimal umgedreht hat. Eine solche Politik, die hat es doch gar nicht besser verdient, als jetzt dabei zugucken zu müssen... Als jetzt dabei zugucken zu müssen, wie die Blödbirnen der Nation scharenweise Rechtspopulisten auf den Leim gehen. Ja, Hagi. Hagi Butzko, meine Damen und Herren. Es war in der letzten Zeit ja mal wieder... Viele Parteitage von vielen Parteien. Nicht? Dabei stand immer eine Frage im Mittelpunkt, nämlich wie umgehen mit der AfD. Jetzt sagen ja viele, ach man müsse die Sorgen, Nöte und Ängste der AfD-Wählerschaft ernst nehmen. Ja? Wie zum Beispiel die Angst um die Heimat. Die ist ja vor allem im Osten Deutschlands sehr verbreitet. Da geht so ein Mecklenburger Vorpommer durch deine Kleinstadt und da sieht er weit und breit nicht einen einzigen Ausländer. Ja, wat nu? Soll er vielleicht seinem Landsmann eins aufs Maul hauen? Ja,
Da ist doch die Ausweglosigkeit programmiert. Ja. Oder in Berlin. In Berlin steht ein eigentlich durch und durch Liberaler beim Bäcker. Und vor ihm stammelt so ein komischer kleiner Typ in gebrochenem Deutsch an der Theke rum. Ja, bitteschön, ich hätte gerne von den Semmeln da, mit den Dings, die Körner. Ja, und der Liberale weiß jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, ob da ein hochqualifizierter Entwickler künstlicher Intelligenz vor ihm steht oder ein sich illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Ja, und dann ist es keins von beiden, sondern einfach nur der Edmund Stoiber. Ja, da kommt... Der kommt ja bekanntlich aus Bayern. Nicht? Und in Bayern, da haben sie ja die Heimat erfunden. Nicht? Und zwar mit all ihren Sitten, Bräuchen und Traditionen. Ich sag nur, Oktoberfest. Es tobt die Wies, wann Ortsapf is, die Maß ist voll, hau weg, jawohl. Wann Mords die Gaudi, raus die Saudi, heißer, heißer, Hunsfort, Kreißer, Hosa, Hosa, Bieselwasser, Spui die Musi zum Gespäusi, Blech muss brunzen, Horn muss strunzen, hart die Purps an, gut die Purps an, heiß, das nächste lehrt dasselbe Scheiß, Wurst muss brutzeln, Wurst muss zutzeln, Blemba, Xufa, Dirndl, Prall, Tralle, Du, überall, Drutschen, Dotschen, Dutten, Grabscher, Grätzen, Orsch und Zipfi-Klatscher, Deifi, Deifi, Zuchtel, Hampel, auf Babaltes, Trachten, Trampel, Bier her, hierher, oder wir fallen um, Blubberlatsch, Delirium. Am Ende zieht der Virus aus dem Zelt und infiziert die ganze Welt. Dann gibt die Menschheit sich den Rest, verreckt an der Barbarenpest, sternhagelvoll und eingenässt, ein Hoch auf das Oktoberfest. Also ich würde sagen, wenn man da jetzt noch die richtige Musik drunter legen würde, also Amusi, ne, dann hätte der Text durchaus das Zeug zum Bierzeltkracher. Aber, meine Damen und Herren, als im Himmel seinerzeit die musikalische Begabung verteilt wurde, da muss ich irgendwie gefehlt haben. Da standen andere ganz, ganz weit vorne. Zum Beispiel unsere nächsten Gäste. Ich freue mich ganz besonders, meine Damen und Herren, Sie heute Abend hier bei uns in der Villa Mühle begrüßen zu dürfen. Hier sind die Feisten. Herzlich willkommen. Ist voll und du bist es auch. Du hast Appetit und nur Bier am Bauch. Dann fällt dein Blick auf diese Schüssel. Der Duft von Nüssen steigt dir in den Rüssel. Du hebst die Hand und greifst hinein. Dann hörst du die Stimme in dir schreien. Greife mich in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Keime, Viren, Bakterien machen in der Nussschüssel Ferien. Stell's dir vor, wo die Leute so waren, bevor sie die Hand in die Nussschüssel graben. Vielleicht auf dem Klo, ohne Hände zu waschen, genauso wie du, also mich, aus der Nussschüssel naschen. Greife mich in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Haare, Hornhaut oder Fliegen können in der Nussschüssel liegen. Sie sind umsonst und das ist das Problem. Denn wenn was umsonst ist, lässt man's nicht einfach stehen.
Du willst sie probieren, doch bevor du es tust, denk an dieses Lied, denk an den Nussschüssel Blues. Well, sit down, I'm a bit down, I'm a bit down. Greif mich in die Schüssel mit den Nüssen rein. Da drin können viele Dinge außer Nüssen sein. Großraumbüro hat jeder seinen eigenen Platz. Die Klimaanlagenluft bewirkt, dass ein die Lippe platzt. Der Automat mit dem Kaffee steht auf dem Flur. Einmal am Tag kommt der Chef vorbei und guckt, ob wir was tun. Der neue Kollege von mir will unbedingt eine Beförderung. Ihm ist egal, was alle denken im Büro. Irgendwann kommt er bestimmt vorne wieder raus. Er macht nie Pause, geht nie aufs Klo, er hat eine Windel an. Weil man mit Windel ununterbrochen lang arbeiten kann. Auf seinem Schreibtisch steht ein Bild von unserem Chef. Und wenn es schneit, dann befreit er den Wagen vom Chef von Schnee und Eis. Waren immer pünktlich, haben Überstunden akzeptiert, haben Sonderschichten eingelegt und waren nie krank. Ich sage Ihnen dafür erstmal dicken Dank. Es ist nicht einfach für mich als Chef, wenn so jemand dann geht. Doch ich habe erkannt, dass Ihr Einsatz über den Anforderungen liegt. Ich wünsche Ihnen woanders beruflich viel Glück und die Kollegen singen Ihnen noch ein Abschiedslied. Krieg ich nicht da rein? Wir haben dir doch gesagt, komm, lass das Ruhe, sagtest nein. Du hast nur gemeint, ich mach das Ruhe.
das nicht ein, dass man besser nicht in anderer Leute Körperöffnung kriecht. Tu das besser nicht, denn da brennt kein Licht. Die feisten, übrigens frisch gebackene Träger des Schwerter Kleinkunstpreises. Zu Ihnen, Herr Häuser, ja. Freue ich mich auch drauf. Aha. Ist Ihnen schon aufgefallen? Ein Gespenst geht um in Europa. Also, Ihre Beleidigung meiner Person gegenüber, ja? Also, wir waren auch schon mal ein bisschen originell. Im Übrigen sehen Sie auch nicht so aus, als wären Sie für das Titelbild Mentels geeignet, Herr Schwerter. Ja, also ich rede ja auch nicht von Ihnen und von mir, sondern von der flächendeckenden Verarmung des Mittelstands. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hat berechnet, dass die 45 reichsten Familien bei uns so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Naja, wissen Sie, man könnte diesen Abstand ganz schnell verringern. Wollen Sie die enteignen? Nein, ich nenne das Steuerprüfung. Oh. Das Problem ist nur, dass man an diese superreichen Leute so schlecht rankommt. Die haben ja pro Million 10 Steuerberater. Aha. Das ist eine erdrückende Übermacht. Das ist so, als, ich sag mal, so, als wenn Sie trotz Prostata-Problemen versuchen wollen, einen Waldbrand auszupinkeln. Das tröpfelt nur, Herr Schmidt. Wer ich jetzt? Hören Sie mal, Häuser. Allein wegen Ihrer Vergleiche sollten Sie mal zum Arzt gehen. Naja, wie auch immer. 20% der Kinder in Deutschland leben an der Armutsgrenze. Ja, und ausgerechnet jetzt meint Gesundheitsminister Jens Spahn, mit Hartz IV hat man alles, was ein Mensch zum Leben braucht. Ja, alles, außer Arbeit, Urlaub, Altersvorsorge, Kitaplatz und Bildungschancen. Ja, wer unten ist, der bleibt unten. Oder wie es der Immobilienhai Gröner bei Maischberger sagte, die Bevölkerung muss lernen, dass Reichtum keine Sünde und Armut keine Schande ist. Ja, das heißt, der Reiche soll prassen, bis die Schwarte kracht, und der Arme soll sich darüber freuen, dass er für den Schlafplatz in der U-Bahn noch keinen Wohnberechtigungsschein hat. Genau so. Und passend dazu gibt es jetzt auf RTL 2 die Sendung Promis auf Hartz IV. Da tun sogenannte Prominente so, als würden sie 4 Wochen lang von Hartz IV leben. Die erste Sendung war mit einem adoptierten Paar aus dem deutschen Hochadel. Ich habe mal eine kleine Szene aus der Sendung nachgestellt. Also, Herr Häuser, ja, wir beide wären jetzt Adlige. Oh ja, das war ich ja. Was wäre ich? Graf, Bischof, Herzog? Bischof. Ich guck mir. Ich meinte Baron. Entschuldigung. Man redet ja auch von Kirchenfürsten. Aber egal. Ich wollte sagen, Herr Schmidtler, ich gucke mir immer so gerne die Sissi-Filme an. Sissi-Filme? Ja. Und dann stelle ich mir immer vor, ich wäre Kaiser Franz. Oh, furchtbar. Wäre Romy Schneider ja noch früher gestorben. Ja. Furchtbar. Sissi. Also, Häuser, Sie gucken immer die Sissi-Filme. Ja. Und deshalb kriegen Sie jetzt die richtige Rolle. Sie sind also Prinz Hupsi aus dem Hause derer von Strunz und Doof. Ja. Und ich bin Ihre Frau, die Prinzessin Maria Verwesia aus dem Hause Tut und Tat nix. Wir beide. Ja, das ist gut. Wir beide werden jetzt angeblich auf Hartz IV und gerade auf Shoppingtour in einer Tafel. Ich fange mal an. Du fängst mal an. Ja, okay. Also Sie fangen mal an. Ja. Also, ich muss sagen, erstklassiges Angebot hier. Ja, alles, ja, was ja. Unser eins so in die Mülltonne klopft, nicht große Auswahl, alles für den kleinen Geldbeutel. Schau mal, meine Prinzessin, hier gibt es sogar ein plastikverpackte Bierdeckel. Aber Hupsi, mein Prinz, das ist doch Scheiblettenkäse. Ach so. Du hast aber auch überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum sich die Hartz-IV-Empfänger darüber beschweren. Hier, Haarmilch für 45 Cent, klasse. Wofür steht denn das H? Keine Ahnung, wahrscheinlich für Haltbarkeit abgelaufen. Oder, guck mal, Hupsi, Sonderangebot aus EG-Beständen. Hühnereier, Handelsklasse C. Was bedeutet denn C? C wie Zusatzstoffe. Ah, Also,
Fipronil, Nikotin, Quecksilber, sowas, verstehst du? Wir würden das nicht vertragen, aber der Harzer ist das gewöhnt. Mhm. Der braucht das sogar. Ja, wenn ein Hartz-IV-Empfänger ein Bio-Eis essen würde, dann bekäme er Brechreiz. Oh. Deswegen tun die diese ganzen Zusatzstoffe in die Lebensmittel rein, damit es dem Harzer gut geht. Ja, das jammern die dauernd rum. Undankbares Pack. Schau mal hier, Hupsi. Hähnchenschenkel aus der Vorwoche. Och, da bewegt sich noch was drauf. Ja. Das sind Salmonellen, die kannst du ruhig essen. Das hilft dir bei deiner Verstopfung. Hör mal, Sisi. Was ist denn jetzt wieder? So der Quatsch mit Verstopfung. Adlige Frauen haben immer Verstopfung, Herr Schmidt. So. Das ist bekannt. Warum ist die Sissi immer so schnell durchs Schloss gelaufen? Weil sie gerade ein Abführmittel genommen hatte und jetzt ganz schnell aufs Klo. Ja, ist ja gut. Ist jetzt gut. Komm, weiter jetzt. Also, komm. Also. Hier spricht Hupsi. Der Schröder mit seiner Agenda 2010 hatte wirklich ein Herz für die armen Leute. Schade, dass er weg ist. Oh, ist er gestorben? Nein, der ist jetzt russischer Staatspräsident. Oh, guck mal, das ist neu. Eine Food-Krabbelkiste, 5 Produkte ihrer Wahl, nur 99 Cent. Ja, da nehme ich was von. Ja, das heißt ja Krabbelkiste, weil der Käse schon von alleine wegkrabbelt. Da können die Kinder vorher noch was mit spielen, bevor er gegessen wird. Ja, wir haben doch gar keine Kinder. Ja, an mir hat's nicht gelegen. Du wolltest ja nie. Warum wohl? Guck dich doch mal in den Spiegel. Hättest du auch dauernd Kopfschmerzen. Ja, das ist doch nicht doof. Ich meine, diese Sozialparasiten könnten ja auch arbeiten gehen. Gibt ja genug 1-Euro-Jobs. Ja, genau. Unser Gärtner kriegt auch nicht mehr. Beklagt sich auch nicht. Gut, der kommt aus Somalia. Der ist das gewöhnt. Der braucht ja auch nicht mehr. Nö. Weil die Hartz-IV-Empfänger nicht arbeiten gehen, müssen wir alle anderen mehr arbeiten. Ja, aber Hupsi, wir arbeiten doch gar nicht. Ja, natürlich nicht. Wir müssen ja für jeden Euro mühsam kämpfen. In unserem Erbschaftsstreit. Ja, da sagst du was, Hupsi. Diese raffgierige Verwandtschaft. Das sind alles Schmarotzer. Genau. Ganz genau wie die Hartz-IVer. Alle Schmarotzer, egal ob arm, ob reich, vor der Raffgier sind alle gleich. Ja, nur dass der eine was kriegt und der andere nichts. Jetzt aber mal unter uns, Herr Schmickler. Schmickler, meinen Sie wirklich, dass der deutsche Adel so blöd ist? Ja, ich sag mal so, als ich diese Sendung gesehen habe, da fiel mir wieder dieses schöne Lied aus der Mundorgel ein. Oh, hängt ihn auf, den Kranz von Lorbeeren. Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir nun zu einem Mann, der ist von ganz, ganz altem Adel, Ruhrgebietsadel. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie seine Durchlaucht, den König der deutschen Alleinunterhaltung, Herbert Knebel. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Du glaubst ja mal die Tage, da hatte ich mal wieder Geburtstag. Ich weiß gar nicht den wievielten mittlerweile. Ne? Ja, kennen Sie das auch, dass je älter man wird, dass man das Gefühl hat, desto mehr wird das. Ne? Ja, und Problem ist ja auch mit den Geschenken, ne? Weil irgendwann hast du ja schon mal alles gekriegt. Jetzt hatte sich meine Frau aber im Vorfeld was ganz Besonderes für mich ausgedacht und sagte, ich sollte mich jetzt schon mal freuen, sonst würde ich mich an meinen Geburtstag gar nicht mehr einkriegen. Nein? Ja, und da hatte sie mich natürlich neugierig gemacht. Ja, dann habe ich so ein bisschen in sie gebohrt, um was rauszukriegen. Ja, aber sie ließ sich nichts entnehmen. Nein? Ja, an meinem Geburtstag war es dann soweit. Da habe ich dann einen Briefumschlag gekriegt. Ja, da habe ich mich natürlich unheimlich gefreut. Ne? Ich denke, Sisse Herbert, deine Frau weiß einfach, womit sie dich glücklich machen kann. Geld. Ja, ich mache den Umschlag auf, ne, um zu gucken, wie viel sie reingetan hat. Hör mal, da war da nur ein Zettel drin. Ne? Ich sage, Buste, was ist mit dem Geld? Ne? Oder ist das ein Scheck? Ja, und ich gucke drauf, was sie für eine Summe eingetragen hatte. Hör mal, da stand da, Gutschein für ein Entspannungswochenende mit 2 Personen. Ich denke, aha, wen will die Guste denn da von ihrer Freundin mitnehmen, ne?
Hör mal, weißt du, und ich sehe mich schon so in einer Fantasie, sehe ich mich schon so im Fernsehsessel sitzen, Fußball gucken, ne? An jedem Fuß werde ich von einer von Sie massiert. Auf Zuruf wird mir ein frisches Pilz gebracht. Ja, so weit, so gut, die Fantasie. Dann stellte sich aber das Entspannungswochenende als asiatisch raus, mit Yoga und Meditation. Und die zwei Personen waren meine Frau und ich. Nein. Und meine Frau sagte, und, Herr Bert, ist das nicht schön? Ich sage, ja, Gusse, das ist nicht schön. Nein. Da sagte sie, ach komm, jetzt freu dich doch mal. Ne? Da können wir mal wieder schön was zusammen machen. Ne? Wir kommen mal ein bisschen raus hier und du kannst mal entspannen. Du bist in der letzten Zeit ja nur noch auf 180. Ja, und dann habe ich meine Frau zuliebe, habe ich das Geschenk akzeptiert. Ne? Ja, das ganze Wochenende fand statt in einer Tagungsstätte vom Evangelischen Bildungswerk im Sauerland. Ne? Ja, nachdem wir da eingecheckt hatten und uns so ein bisschen mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht haben, mussten wir uns dann alle in so einem großen Raum versammeln, der schon so ganz schwer nach Entspannung aussah. Ne? Weil sie überall so Fotos an der Wände mit so beruhigende Motive aus der Natur. Ne? Ja, Klangschälchen hatten sie auch noch hingestellt und dann überall diese Flachmatratze, ne? Diese Futtungs, ne? Boah, leck mir am Arsch, was waren die Biester hart, ne? Ja, auf jeden Fall, kurze Zeit später kam dann der Seminarleiter rein, der Herr Pislowski, ne? Ja, nachdem er sich vorgestellt hatte und wir uns untereinander, miteinander bekannt gemacht hatten, sagte er so, Herrschaften, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Jetzt gehen wir erstmal alle in den Schneidersitz. Ich sag, Kollege, du gefällst mir, ne? Du hast Humor, ne? Also, ich finde dich jetzt schon gut, ne? Ich sag, hör mal, wenn ich jetzt hier gleich im Schneidersitz gehe, da können wir direkt einen Schneider kommen lassen, ne? Weil die Buchse geplatzt ist. Dann sagte er, ja, ich sollte einfach nur so weit machen, wie es für mich möglich wäre. Ja, und ich muss sagen, der breitbeinige Schneidersitz war an für sich ganz entspannend. Ne? Ja, dann sagte der Herr Pislowski, wir sollten uns jetzt vorstellen, wie der Atem an uns runterfließt und wie der Atem den Raum füllt. Ne? Ich sag so in die Runde, hör mal, Freunde, hoffentlich habt ihr euch alle die Zähne geputzt. Ne? Nicht, da gleich hier die Rauchmelder anspringen, ne? Ja, aber kein Schwein gelacht, ne? Ich denke, ihr habt Entspannung aber bitter nötig, ne? Bei dem Stock, den ihr im Arsch habt, ne? Ja, dann sagte der Herr Pislowski, wir sollten uns jetzt vorstellen, wir wären auf einer großen Wiese und würden uns ganz dem Gefühl der Wiese hingeben. Ich denke, sag mal, was für ein Gras hat der denn geraucht, ne? Ja, nachdem ich mehrmals vergeblich versucht hatte, mich der Wiese zu überlassen, sagte ich, Herr Pislowski, wenn ich mal kurz dazwischengrätschen dürfte, ging als Wiese auch Fußballfeld? Ja, das wird mir von der Imagination her leichter fallen, ne? Da sagte er schon so leicht angenervt, ja, aber bitte ohne Spieler. Ja, nachdem auch das erfolglos gewesen war, sagte ich, Herr Pislowski, entschuldige, wenn ich noch mal kurz nachhake. Ein Ball wäre ganz hilfreich. Da sagte er dann schon sichtlich angenervt, nein, weder Spieler noch Ball noch Fußballfeld. Einfach nur Wiese. Und ich sollte jetzt endlich mal die Schnauze halten, ne? Hör mal, da war ich aber überrascht gewesen, ne? Ja, also, das hätte ich dem Kirchenhaini gar nicht zugetraut, ne? Dass er auch so normal mit Leuten reden kann, ne? Hör mal, und danach war das Eis gebrochen, ne? Hör mal, da hab ich sie alle an der Wand meditiert, ne? Ja, hör mal,
Die Gusse hat richtig Schwierigkeiten, mich vor der Abreise rechtzeitig wach zu kriegen. Ne? Aber Leute, ich kam nach Hause, ich war tiefenentspannt. Was aber auch bitter nötig gewesen war, denn zu Hause warteten schon wieder die neuesten Abenteuer auf mich. Ne? Hör mal, bei uns in der Siedlung war was los. Ich meine, wir haben einiges erlebt in den Jahren. Ne? Also wir haben schon einiges mitgemacht, aber sowas, dabei fing das alles wieder ganz harmlos an. Und zwar kam der Willi Ketzer, das ist mein Nachbar von schräg gegenüber, der kam zu mir und sagte, Herbert, kannst du mich mal helfen? Ich bin im Garten auf was Hartes gestoßen. Beim Umgraben. Irgendwas Metallisches. Und das wäre von der Ausmaße her so ein Otto. Ne? Ich sage immer, Willi, ich bin dabei. Ne? Da gibt es beim Schrotthändler ja heute einiges an Bares für. Ne? Ja, und dann sind wir rüber nach ihm seinen Garten. Hör mal, und wie wir so mit Spitzhacke und Spaten beigehen, sagt ihr noch so aus Scheiß, hör mal, Willi, nicht, dass wir eine Bombe freibuddeln, ne? Hör mal, da hatten wir das Ding freigelegt. Da war da eine Bombe. Ja, und obendrauf stand dick und fett RAF. Ich denk, ach du Scheiße, Bader-Meinhof, ne? Ja, dann stand aber drunter, klein gedruckt, Royal Army Forze, ne? Ich denk, aha, guck an, Grüße vom Tommy. Ich sag, pass auf, Willi, du bleibst hier und pass auf, dass nichts passiert. Und ich hol Hilfe. Ne? Ja, und dann bin ich losgezogen zu mir nach Hause und hab Polizei angerufen. Ne? Boah, hör mal, was hab ich mich oft verwählt. Mit meinen zittrigen, schweißnasse Finger bei 112. Ne? Naja, auf jeden Fall, kurze Zeit später war la lülala im Anmarsch. Nachdem sich der Spezialist vom Kampfmittelräumdienst den Weg durch die ganzen Gaffer freigebahnt hatte und den Zünder von den Blindgängern Augenschein nehmen konnte, sagte er nur, oh, 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 das kann ja heiter werden. Und wir sollten mal ein paar Meter weggehen. Am besten so 5 Kilometer, ne? Ja, hör mal, da musste die Siedlung großräumig evakuiert werden. Ich nach Hause zu meiner Frau. Ich sag, Guste, Bombenalarm. Wir können nur das Nötigste mitnehmen. Ja, da kann man natürlich direkt im Streit, was das Nötigste ist. Ne? Ja, ich meine, für mich war das klar. Ne? Mein BVB-Mitgliedsausweis, große Teile meiner Schallplattensammlung und einen warmen Schal. Ich sag, Guste, wolltest du auch noch was mitnehmen? An und für sich haben wir ja alles, ne? Da sagte sie, es müsste auf jeden Fall ihre Aussteuer mit. Ich sag, Guste, du willst doch wohl nicht allen Ernstes in so eine Situation deine verfickte Biberbettwäsche mitschleppen. Ja, hör mal, da war was los. Hör mal, da hat sie direkt kein Wort mehr mit mir gesprochen. Und in so Situationen, da kann ich ja auch auf stur stellen. Ne? Ja, da habe ich auch nichts mehr gesagt. Und dann saßen wir im Wohnzimmer und haben uns angeschwiegen. Während sich draußen die Flüchtlingstrecks aufmachten in Richtung Turnhalle, wo sie sie vom Evakuierungsstab unterbringen wollten. Hör mal, und ich glaube, irgendwann waren wir die Einzigsten in der Siedlung. Und es war totenstill. Und auf einmal höre ich in die Stille, wie einer betet. Ja, ich gehe bei mir am Fenster, ne, weil von da aus habe ich einen ganz guten Blick in den Willi Ketzer seinen Garten. Und dann sehe ich da den Mann vom Kampfmittelräumdienst stehen mit gefalteten Händen. Ich mache das Fenster auf und höre noch, wie er sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich denke, oh, 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 der Mann hat ein Problem. Ich rufe zu ihm runter, Kollege, denk dran, der Tommy hat Linksgewinde. Hör mal, da schlägt er sie mit der flachen Hand vor die Stirn und sagt, deshalb komme ich hier nicht weiter. Reckt beide Daumen in die Höhe und sagt, Bingo. Ich sage, angenehm, Knebel, ne? Ja. Ich sage zu meinem Freund, ich sag, Guste, komm, kannst die Bettwäsche wieder einpacken.
Der Herr Bingo hat die Situation entschärft, ne? Ja, aber. Uwe Lücko, später mehr. Wir kommen jetzt erst einmal zu unserem traditionellen Stammtisch. Unser Thema ist natürlich die WM in Russland. Ich habe die große Ehre, heute eine ausgewiesene Expertenrunde begrüßen zu dürfen. Also wären Oliver Kahn, Franz Beckenbauer, Rainer Kallmund und drei Stunden vor dem Anpfiff in Sotschi sogar noch den Bundestrainer höchstpersönlich. Guten Tag, Herr Jogi. Ja, guten Tag, Herr Schmickler. Sagen Sie, sind Sie hier die Doppel-Sechs oder die hängende Zehn? Also, der Herr Schmickler ist ein falscher 50er. Und ich bin hier der Ausputzer. Mensch, Häuser, mit Ausputzer haben die Neandertaler vielleicht noch gespielt. Ich muss entschuldigen, Herr Jogi, aber mein Herr, der Häuser ist Finanzbeamter. Und nicht, der hat mit Fußball zu tun wie Mark Zuckerberg mit dem Datenschutz. Herr Beckenbauer, tut mir wirklich leid. Ja, gut, ein Finanzbeamter sind Sie. Ja, genau, Herr Beckenbauer. Ja, gut, dann wollen Sie wahrscheinlich wieder wissen, wo die 6 Millionen von 2006 geblieben sind. Ja, ich habe das ja gar nicht gelesen. Ich habe das nur unterschrieben. Ich bin ja eine Lichtgestalt im deutschen Fußball und ich hatte damals die Lampe an. Ja, ich verstehe. Es geht um die Bestechungsvorwürfe rund um die WM 2006. Deswegen muss der DFB jetzt noch 15 Millionen Steuern nachzahlen. Ja gut, ich habe das damals alles unterschrieben, was man mir damals vorgelegt hat. Ich hatte nach 4 Wochen das ganze Haus voller Waschmaschinen, dazu Zeitungsabos. Und ein Jahr lang die Gemüsekiste vom Bioladen. Stichwort 2006. Herr Löw, wird es dieses Jahr mal wieder ein Sommermärchen geben? Vielleicht sogar eins wie 2014? Also, das kann man auch schon so sagen. Die Spieler sind auch hochmotiviert. Die wissen genau, was passiert, wenn wir unser Ziel nicht erreichen. Wie haben Sie die denn motiviert? Wir haben einen Tagesausflug nach Sibirien gemacht. Dort haben wir ein Arbeitslager besichtigt. Und jetzt wissen alle, was das Wort Lagerkoller wirklich bedeutet. Ja. Damit sind wir beim Stichwort Menschenrechte. Es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, man sollte diese WM in Putins Russland boykottieren. Herr Kallmund. Ach, wissen Sie, der Putin, der ist wie ich. Der ist gut drauf, der hat Spaß im Leben. Natürlich kann man mit dem spielen. Man muss in Russland allerdings aufpassen, vor allem auf Soljanka. Ist das ein russischer Spieler? Nee, das ist Lecko. Das ist ein russischer. Das ist eine russische Suppe, und zwar aus Resten von dem, was in der Woche übrig geblieben ist. Und da muss man schon genau hingucken, was die da reintun. Ich will ja nicht nach dem Essen 4 Stunden am Klo sitzen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Dann werde ich auch noch so einen Hungerhaken wie Sie. Ich sag immer, wenn ich sterbe, fällt das Fleisch von ganz allein ab. Ich vermute, bei Ihrer Größe müssen Sie dann für den Sarg noch Grunderwerbsteuer zahlen. Aber bitte, Herr Häuser, nochmal zu den Menschenrechten in Russland. Wie geht man mit so einer Situation um, Herr Kahn? Also in so einer Situation, da brauchst du Eier. Naja, das haben Sie ja schon immer gesagt. Das ist ja, Eier sind schön und gut, aber was für Eier? Ne? Es gibt ja gekochte Eier, pochierte Eier, Spiegeleier, Eier in Senfsoße, Eier in grüner Soße und es gibt russische Eier. Ja, Herr Kallmund, und es gibt ausgeblasene Eier. Ja, bei denen. Naja, bei denen war vorher das Finanzamt dran, ne?
Da ist dann nichts mehr drin. Kleiner Scherz, nichts für Unjud. Obwohl russisch Ei mit dem Aspik, diesem Geklöpper drum, das ist nichts. Das ist für mich nicht so lecker. Ne? Ich bin ja gut drauf, ich hab Spaß im Leben, aber das fordert mir zu sehr. Ich stehe ja mehr drauf, wenn alles was straffer ist, wie man auch an einer Figur sieht. Ne? Herr Löw, wollen Sie denn hier und jetzt uns schon etwas von Ihrer Taktik für das Spiel am heutigen Abend verraten? Also, ich denke mal, wir werden heute im 5-3-4-System spielen, hinten mit einer 7er-Kette, wobei die vier Innenverteidiger auch in das Halbfeld vorstoßen zu der Doppel-6, die den falschen Neuner hinter dem echten Elfer absichern, so dass der Torwart auch über außen steil den 3x3er in der Box bedienen kann, während der Fünfer über den Sechser zwischen der 8 und dem Vierfach-Zweier der Dreierkette des Gegner auch voll am Arsch vorbeigeht. Herr Löw, das waren jetzt aber mehr als 11 Spieler. Ja, ja, wir dürfen 23 Spieler zur WM mitbringen. Und es gibt keinen Grund, dass wir die nie auch einsetzen. Ja. Herr Kahn, Sie sind ja in Russland Fernsehexperte für das ZDF. Und das quasi 24 Stunden lang jeden Tag. Wie hält man das durch? Also in so einer Situation, da brauchst du Eier. Ja, ja. Ja. Anderes Thema. Russland ist ja das Mutterland des Dopings. Wie sieht es denn damit im Fußball aus, Herr Löw? Doping im Fußball bringt gar nichts. Wenn, dann muss das Zeug auch in die Spieler. Herr Kahn, gab es sowas bei Ihnen früher? Wir brauchten kein Doping. Ich weiß, Sie hatten Eier. Herr Beckenbauer, was mich interessiert, VW ist ja jetzt Hauptsponsor der Nationalmannschaft. Was halten Sie davon? Ja gut, ich habe das ja gar nicht gelesen, sondern nur unterschrieben. Aber ich kann sagen, VW finde ich gut. VW steht für jahrelangen Betrug. Ja, sicherlich, ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ah ja, und was sagen Sie, Herr Kalmund? Also, VW ist das nicht so meine Marke. Die haben ja auch mal bei mir angefragt, ob sie mit mir werben dürfen. Sie würden mir dann auch einen Golf spendieren. Allerdings haben sie mich dann vermessen und festgestellt, sie müssten den Golf um mich herum bauen. Und so viel Zeit habe ich ja nicht. Für mich kommt im Übrigen nur ein Wagen in Frage, bei dem mindestens 20 Puddingteilchen ins Handschuhfach passen. Die Deutsche Bank will ja auch noch Sponsor werden. VW, Deutsche Bank. Wer kommt als nächstes? Die Mafia, Herr Beckenbauer? Ja gut, die Mafia. Das habe ich ja gar nicht selbst. Das hat der Herr Schmickler geschrieben. Ne? Ich habe die Vereinsstatuten von denen ja gar nicht gelesen. Ich habe die ja nur unterschrieben. Zum Schluss bitte zu einem sensiblen Thema. Es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber, dass die Nationalspieler die deutsche Hymne nicht mitsingen. Und ehrlich gesagt, ich kann das verstehen. Denn die Hymne ist doch lahm, kein Vergleich mit der spanischen Hymne oder mit der Marseillaise. Mayonnaise ist eine feine Sache. Da kann man viele Gerichte richtig lecker mitmachen. Fritten, Schweinebraten, Marmorkuchen. Mayonnaise ist für mich ein Grundnahrungsmittel, quasi wie Trinkwasser. Ich wollte eigentlich sagen, sollte man nicht lieber ein Lied als Hymne finden, bei dem die Spieler auch Spaß haben, es mitzusingen. Herr Kahn, was würden Sie vorschlagen? Für mich gibt es nur ein Lied, und zwar Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ja klar, wegen der Eier. Ne? Und Sie, Herr Löw?
Und 2 mal 3 macht 4, bitte fit. Und 3 macht 9. Das zeigt unsere Taktik, wenn die Doppel-6 die richtige 9 denkt, kann ja die 7er Kette über außen als Raute bis zur Grundlinie. Ach, das ist doch Pippi. Genau. Langstrumpf. Herr Beckenbauer, Sie als Kaiser haben natürlich das letzte Wort zur Hymne. Ja gut, ich habe die Hymne nie mitgesungen. Ich hatte die gar nicht gelesen, sondern nur unterschrieben. Was ich aber mitsingen würde, das ist diese wunderbare Arie aus Lohengrin. Lohengrin, der spielt doch bei den Schweden, der singt auch. Ja, nie sollst du mich befragen. Ich würde sagen, ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank an unsere Runde. Das war unser Expertenstammtisch zur WM in Russland mit Uwe Lykow in den Rollen, Kalmut Beckenbauer, Löw und Kahn, meine Damen und Herren. So, und jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Begrüßen Sie den Spieler mit der nächsten Nummer, HG Butzko! Ja, neulich bekam ich noch eine E-Mail, da stand drin: Warum sagst du in deinem Kabarett nichts gegen den Islam? Die wirklich mutigen Kabarettisten sind die, die sich trauen, den Islam zu kritisieren. Boah, hab ich mir da gedacht, was die sich alles trauen. Als nächstes trauen sich mit dem Schalke-Trikot in die Dortmunder Fankurve. Mit einer Hells Angels-Kutte in die Stammkneipe der Bandidos. Oder noch mutiger, in einen Film mit Til Schweiger ohne Untertitel. Nein, nur mal zur Erinnerung, worüber wir eigentlich reden. Rund 6% der Bevölkerung in Deutschland sind Muslime. In Worten 6, in Zahlen auch. 6% der Bevölkerung in Deutschland sind Muslime. Und nur wenn ich als Mitglied der anderen 94% den Glauben dieser 6% kritisiere, bin ich ein mutiger Kabarettist. Also je kleiner die Randgruppe, umso mutiger der Kabarettist. Damit kann ich dienen. Rund 5% der Bevölkerung in Deutschland sind Superreiche. Und was ich den Glauben dieser Randgruppe schon kritisiert habe, einen mutigeren Kabarettisten als mich gibt's doch gar nicht. Rund 6% der Bevölkerung in Deutschland nur sind Muslime. Und klar, ja sicher, selbstverständlich. Innerhalb dieser 6% gibt es natürlich auch Leute, über die man viel Schlechtes sagen kann und sollte. Wie es die aber außerhalb bei den anderen 94% auch gibt. Radikale, Extremisten, Fundamentalisten, religiöse Spinner, Fanatiker, Leute, über die Karl-Heinz Deschner mal den Satz sagte: Je größer der Dachschaden, umso schöner die Aussicht zum Himmel. Nein, habe ich geantwortet, ich habe nichts gegen Islam, weil ich nicht einsehe, dass ich eine einzige Gruppe von Gläubigen absurd finden soll. Letztes Jahr zum Beispiel hat eine evangelische Jugendorganisation in Düsseldorf anlässlich des Lutherjahres Kondome in Umlauf gebracht, auf denen Luthersprüche zu lesen waren. Eine Aktion, die die evangelische Landeskirche dann gestoppt hat. Und zwar mit der Begründung, und was ich jetzt erzähle, ist nicht erfunden. Mit der Begründung, es sei nicht ratsam, wenn auf Kondomen Luthersätze zu lesen sind, wie zum Beispiel: Hier stehe ich nun, ich kann nicht anders. Also bitte. Ja. Da soll man nur den Islam absurd finden. Nein, ich frage mich grundsätzlich, wie das überhaupt möglich ist, dass hier erwachsene Menschen rumrennen im 21. Jahrhundert, im aufgeklärten Europa, hier erwachsene Menschen rumrennen, die ihr Leben danach ausrichten, weil sie ein Buch gelesen haben. Gut, das mache ich auch, aber mein Buch heißt 1000 ganz legale Steuertricks. Da habe ich was davon, und zwar in Diesseits.
Aber es gibt erwachsene Menschen, die richten ihr Leben danach aus, weil sie glauben, am Ende sitzt da einer, der sagt Himmel oder Hölle. Es gibt erwachsene Menschen, die glauben, am Ende sitzt da einer, der macht Daumen rauf oder Daumen runter. Es gibt erwachsene Menschen, die glauben also, am Ende sitzt da Dieter Bohlen. Und sagt, nee, du Alter, dein Leben war ja so eine Mega-Scheiße, damit kommst du höchstens in den Recall. Dann stehen Christen, Juden und Muslime vor der Himmelstüren. Recall, fragen sich, was soll denn das überhaupt sein? Jahre, Jahrzehnte, Jahrtausende haben sich Christen, Juden und Muslime aufs Blutigste gestritten, wessen Religion die einzig wahre ist, die ins Paradies führt. Jetzt hören sie Recall, was ist denn das überhaupt? Und in dem Moment kommt ein Buddhist an, gewonnen. Recall nennt der Reinkarnation, verstehst du? Wiedergeburt, Knickknack. Ja, nur so ein gläubiger Buddhist, der richtet sein Leben danach aus, nicht wiedergeboren zu werden. Für gläubige Buddhisten ist Reinkarnation eine Strafe für schlechtes Karma. Wenn du deinem Leben schlechtes Karma angehäuft hast, wirst du im nächsten Leben zur Strafe wiedergeboren, zum Beispiel als Regierungssprecher Steffen Seibert. Und am Ende des nächsten Lebens, wer sitzt da? Wieder Dieter Bohlen, wenn das mal keine Strafe ist. Nein, gläubige Buddhisten richten ihr Leben daraus, ins Nirvana zu kommen, ins große Nichts, wo die Zeit aufgehoben ist und man keinen Anteil mehr an allem nimmt. Ey, bitte, wenn ich sowas erleben will, dass sich mein Bewusstsein ausklingt, aus dem, was passiert, gucke ich einfach eine Stunde Bauer sucht Frau. Aber wir fassen zusammen, Gläubige, das sind Menschen, die richten ihr Leben danach aus, weil sie später dafür belohnt werden wollen. Wir nennen solche Leute normalerweise richtig Spekulanten. Ja, was haben zum Beispiel Islamisten und Kapitalisten gemeinsam? Beide machen sich eine Vision von einem Zustand in der Zukunft. Und dann investieren sie in diese Vision, dass wenn dieser Zustand in der Zukunft wirklich eintritt, sie dann auf der Seite der Gewinner sind. Islamisten verschleiern deswegen ihre Frauen, Kapitalisten ihre steuerpflichtigen Einnahmen. Islamisten studieren Gebote im religiösen Buch, Kapitalisten Bilanzen im Geschäftsbuch. Was haben beide da gemeinsam? Während sie da studieren, bemerken sie gar nicht, dass das Papier, das sie vor Augen hatten, aus Holz hergestellt wird. Was also bedeutet, dass sie beim Lesen ein Brett vorm Kopf haben. Was beide nicht registrieren, wenn sie komplett fixiert sind. Der Islamist will Jungfrauen im Jenseits, der Kapitalist im Diesseits. Unterschied, der Kapitalist kriegt sie. Der Kapitalist weiß ganz genau, er muss nur mit genügend Geldscheine wedeln, dann kommen genügend junge Frauen ganz von alleine. Der Islamist kann sich nicht sicher sein. Er muss erst einen Anschlag machen, weiß trotzdem nicht, ja, sind dann da überhaupt Jungfrauen? Wo sollen die alle jetzt noch herkommen? Inzwischen ist David Bowie gestorben. Prince, Lemmy, der Bassist von Motorhead. Wenn es da jemals Jungfrauen gegeben haben sollte... Spätestens seit Udo Jürgens auch da ist, gibt es da doch garantiert keine mehr. Gut, jetzt könnte man meinen, wenn man mir so zuhört, ich sei Atheist. Stimmt, bin ich. Aber kein Praktizierender. Ja, warum soll ich mir entscheiden? Ich will nicht glauben müssen. Ich will aber auch nicht glauben müssen. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Aber es gibt eben nicht nur gläubige Fanatiker, es gibt auch fanatische Atheisten, deren Atheismus mit einem Fanatismus vor sich hertragen und verteidigen. Im Streit gegen Gläubige über die Frage, ob es Gott überhaupt gibt oder nicht. Und wir bemerken solche Atheisten dann gar nicht, dass sie ihre Lebensenergie auf einen Gott fokussieren, an den sie nicht glauben. Wie bescheuert ist das denn? Wenn ich mir sicher bin, dass sich in einem See keine Fische befinden, diskutiere ich doch nicht mit den Anglern am Ufer rum. Lasse doch da sitzen und angeln. Da frage ich höchstens mal nach. Und schon einer angebissen?
Nein, um es auf den Punkt zu bringen, um liebevoll zu sein zu meinem Nächsten wie zu mir selbst, brauche ich keine Religion. Um gerecht zu sein, brauche ich keine Religion. Um friedfertig zu sein, brauche ich keine Religion. Um treu zu sein, brauche ich keine Religion. Um ehrlich zu sein, brauche ich keine Religion. Oben nebenbei bemerkt, an all diesen Tugenden scheitern zu dürfen, brauche ich erst recht keine Religion. Alles ausnahmslos, alles, was mir eine Religion fürs Leben geben kann, kann ich auch ohne Religion leben. Also an positiven, guten Dingen, das ist klar. Wenn ich jemanden verfolgen, foltern und umbringen will, dann hilft meine Religion, mein Gewissen zu beruhigen, um mich von meiner Verantwortung befreit zu fühlen. Mir Schuld einreden, wenn ich meine Hände nicht über der Bettdecke lasse, mich aber von Schuld freisprechen, wenn ich meine Hände mit Blut besudel. Das schaffen nur Religionen. H.G. Butzko, der wunderbare Kabarettist aus dem Ruhrgebiet. Sie haben es wahrscheinlich mitgekriegt, meine Damen und Herren, aber heute ist irgendwie nicht mein Tag. Er ist mit dem falschen Fuß aufgestanden, dann mit dem anderen aus Versehen auf die neue elektronische Personenwaage im Badezimmer getreten. Schockierendes Ergebnis, 95 Kilo. Ja, typische Elektronik, keine zwei Wochen alt, schon kaputt. Auf diese Weise konfrontiert mit der Vergeblichkeit allen menschlichen Tuns, spontan beschlossen, zurück ins Bett. Horchen, was die Matratze zu erzählen hat. Nach wenigen Minuten mittendrin in einem furchtbaren Albtraum. Im Traum bin ich soeben verstorben, ich bin verhungert, stehe vor dem Himmelstor. Vor dem Tor ein klapperdürrer Gesundheitsapostel namens Petrus, im hautengen Bodysuit, von Kopf bis Fuß definiert und durchtrainiert. Schaut mich an wie der Veganer das Eisbein und fragt angewidert, Body Mass Index? Ich murmel was von 35 bis 40 ohne Zahnersatz. Da brüllt er mich an, Apaga Adipositas, verflucht seist du Fettsack. In dem Augenblick öffnet sich der Boden unter meinen Füßen und ich rutsche haltlos durch einen glitschigen Fettschlauch in die Tiefe. Ich falle und falle und platsch, lande bäuchlings auf einer mit Gülle getränkten Rinderweide. Vor mir steht ein gewaltiger Haribo-Goldbär aus Vollgummi, der brummt, Ohren, Augen, Haut und Knochen, lasst uns Gelatine kochen. Und mit einem mächtigen Tritt in die Magengrube befördert er mich in einen riesigen High-Speed-Thermomix, aus dem ich nach über 300 Umdrehungen abgesaugt werde, von einer überdimensionalen Dunstabzugshaube, deren versiffter Abzugsstutzen direkt einer lauwarmen Brühe endet. Die Brühe schmeckt wie ein Cocktail aus Kuttelbrei, Ochsenschwanzsuppe und Eierpülpe. Und während meine Schleimhäute schleimen und meine Speiseröhre röhren, treibe ich unaufhaltsam durch die Brühe nach oben und dann endlich Luft, endlich Licht. Und ich sehe, ich bin ganz unten, ich bin in der Hölle, aber nichts von all dem, was uns die Pfaffen und Propheten vom Schattenreich des sündigen Fleisches gepredigt haben, ist wahr. Die Bilder von Hieronymus Bosch, die neuen Kreise des Dante Alighieri, die Konzerte von André Rieu. Nein, es war viel schlimmer, denn ich war gelandet in einem gewaltigen Fernsehkochstudio. Auf kleiner Flamme köchelnd, hilflos und nackt in einem Edelstahl, Schnellkochtopf treibend, sah ich die entsetzlichsten Bilder. Um mich herum tanzten als Kochlöffel und Suppenkellen kostümierte Studiogäste. Und wohin ich auch blickte, Herde. Hier rührte der menschgewordene Schneebesen Johann Lafer in seinen diversen, selbstgeknödelten Schleimereien. Da tunkte der Küchenmops Fidel Horst Lichter seinen unappetitlichen Schnauzer in die Fritteuse. Und dort kugelte Sarah Wiener, einer ihrer weltberühmten Hupfer. Alle waren sie da, die öffentlich-rechtlichen Suppenkasper und privaten Kaltmamsellen und vor und hinter und neben und über ihnen tausende verlaufende Kameras. Plötzlich rief der mittlerweile komplett frittierte Horst Lichter, so, jetzt wird's hier grill, Schätzchen. Und auf einer fahrbaren 10 Meter breiten und 3 Meter hohen Smoke Hollow 4-in-1-Combo-Gas-Hybrid-Grillstation stand Clemens Wilmenroth, verkleidet als Toast Hawaii vor meinem Schnellkochtopf. Wie von Geisterhand senkte sich ein Schaumlöffel in die Brühe, hob mich in die Höhe und dann bin ich aufgewacht und dachte nur, boah, glaubste. Dabei ist das gar nicht mein Text, sondern, meine Damen und Herren, genau der von Uwe Lücke. Bitte sehr. Glaubst du, kennen Sie das auch, dass man was anhat oder trägt oder aufhat und man merkt das gar nicht mehr? Ne? Ja, zum Beispiel sage ich jetzt mal wie Brille, Armbanduhr, Ehering oder bei vielen auch mittlerweile dieses Piercing, ne? Da die Gardinenröllchen in der Brust warzen. Ne? Ja, oder
Zum Beispiel meine Kappe, ne? Ja, was meinen Sie, wie oft ich schon aus Versehen mit meiner Kappe im Bett gegangen bin, ne? Also öfter als wie mit meiner Frau, ne? Auf jeden Fall, letzten Mittwoch stand ich unter der Dusche, ne? Ja, mittwochs ist immer mein fester Duschtag, ne? Ja, komm, wenn Champions League ist, also da lege ich schon Wert darauf, gewaschen vom Fernseher zu erscheinen, ne? Ja, und ich bin gerade dabei, mir so den Kopf einzuschamponieren und denke noch so während der Champonage, boah, hör mal, was ist das denn so speckig heute, ne? Ja, da habe ich die Kappe noch aufgehabt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich meine, jetzt war die Kappe mal wieder frisch gewaschen, dafür aber auch kletschenass. Und ich musste unbedingt noch in der Siedlung ein paar Besorgungen tätigen, wollte mich jetzt in der Siedlung aber nicht mit feuchter Kappe zeigen. Hey, also komm, ein bisschen Selbstachtung hat man ja auch. Ja, dann habe ich versucht, die Kappe trocken zu föhnen. Und um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, habe ich den Föhn in die Kappe reingehalten. Hör mal, auf einmal kommt da Feuer aus der Kappe. Nee, also von den Föhn. Ich denke, oh Herbert, mal gut, dass du die Kappe nicht noch aufhattest, ne? Sonst hätte sie jetzt die Omme gegrillt, ne? Und auf einmal macht da Ping oder Puff. Ich kann mich nicht mehr genau an das Geräusch erinnern. Ne? Ja, und da kam da Qualm aus den Föhn und aus die Kappe so ein bestialischer Gestank. Ne? Ja, Gott sei Dank flogen in dem Moment die Sicherungen raus. Ja, aber das war aber ein Gestank gewesen, ne? Also, mal gut, dass es Sicherungen gibt. Ich hätte tot sein können, so ein Gestank war das, ne? Naja, auf jeden Fall war der Föhn offensichtlich kaputt. Ja, jetzt bin ich losgezogen, weil wir haben bei uns in der Nachbarschaft haben wir noch so ein alteingesessenes Elektrofachgeschäft und wollte den Föhn da reparieren lassen. Ne? Ja, ich legte den so auf den Verkaufstresen und der Verkäufer begutachtete den schon mit so einem kritischen Blick und sagte, da haben Sie aber ein Schätzchen mitgebracht. Was hat er denn? Ich sage, ja, der hat irgendwann Peng oder Puff gemacht und da war Feierabend. Da sagte er, Peng oder Puff wäre egal, der wäre im Arsch. Da wird man ja schon riechen, ne? Ich sage, nee, das ist meine Kappe, ne? Und dann sagte er, naja, auf jeden Fall, reparieren lohnt sich nicht, das wird dreimal so teuer wie neuer. Hör mal, und auf so Sprüche kann ich ja, ne? Hör mal, da bin ich ja einen ganz großen Freund von, ne? Hier von der Propagierung von der Wegwerfgesellschaft, ne? Hör mal, da wollen die Konzerne uns so nur noch mehr Geld aus der Tasche ziehen, um noch mehr Profit zu machen. Und wer dankt an die Umwelt, ne? Und an die ganze Verklappung von dem Elektroschrott nach Afrika? Das hat doch mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, hör mal, und da bin ich in dem Laden aber heiß gelaufen, ne? Wie mein Föhn. Und da habe ich mir den Verkäufer zur Brust genommen. Ich sag, hör mal zu, du Büttel, du Handlanger, du Knecht des elektromonopolistischen Großkapitals. So nicht. Der Föhn wird repariert. Koste es, was es wolle. Jawohl. Ja. 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 Ja, was soll ich sagen? 90 Euro hat die Reparatur gekostet. Für 30 hätte ich einen neuen gekriegt, ne? Ja, aber jetzt mal, oder für 90 Euro drei neue, ne? Ja, aber jetzt mal andererseits, was soll ich mit drei neuen Föhns, ne? Ja, aber das ist Kapitalismus, verstehst du? Balla, balla, ne? Ja, aber so ist eben unsere hochmoderne, technisierte Welt, ne? Ja, da kommst du einfach nicht gegen an, ne? Ja, aber, ne, andererseits, du kannst dich ja auch sie nicht entziehen, ne? Also, weil du ständig mit sie konfrontiert wirst, ne? Gucken Sie mal, wir hatten uns vor kurzem, hatten wir uns so einen hochmodernen Fernseher gekauft. So einen Flachmann, ne? Ja, meine Frau hatte keine Lust mehr, in eine Röhre zu gucken, ne? Hör mal, und in so einen Flachmann ist ja unglaublich viel Technik versteckt, obwohl der so flach ist, ne? Ja, die von dem Radio- und Fernsehgeschäft hatten uns auch eine Zusatzschulung angeboten. Ein Wochenendseminar zum geringen Aufpreis von 200 Euro mit dem Titel, wie mach ich ihn an? Ne?
Ich sag immer, ihr seid ja wohl bescheuert. Die Kiste, die kriegt ihr wohl noch alleine am Laufen, ne? Ja, im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich das Seminar mal gebucht. Ich meine, ich habe zwar jetzt 200 Euro gespart, aber bestimmt für 500 Euro Nerven gelassen. Also unterm Strich 300 Euro versenkt. Ja, das Tückische an dem Biest war, der selber hatte gar keine Knöpfe mehr, ne? Ja, dem konntest du nur noch mit der Fernbedienung beikommen, ne? Na ja, jetzt läuft er. Nee, aber nur, weil sie meine Frau aus Versehen mit ihrer dicke Fott auf die Fernbedienung gesetzt hat. Nee? Ja, und da muss ihr Hintern wohl intuitiv so eine Zahlenkombination ausgelöst haben, dass er ansprach. Nee? Also, hör mal, da war schon Hammer. Nee? Aber was ich überhaupt nicht verstehe, das ist, wenn so stinknormale Gerätschaften, wie sag ich mal, ein Wasserhahn, so konstruiert sind, dass du denkst, du bist doof. Ne? Pass auf, wir waren vor kurzem mal bei Essen gewesen, zum Goldenen Bräuler. Ne? Ja, dann ist bei uns ist das so ein Feinschmecker-Restaurant. Ne? Also, da müsst ihr mal hin. Das ist was für richtige Gourmands. Ne? Ja, und ich hatte mir dann auch das Standardgericht bestellt, einen halben Hahn. Ne? Ja, und so ein Vogel will ja auch schwimmen. Ne? Und dann hatte ich einiges an Pilze dazu inhaliert und irgendwann entsprechend Druck auf die Blase. Ne? Ja, ich nahm Klo, ne? Stand schon so an der Rinne und wollte mir die Buchse aufmachen. Da sah ich, dass ich von der halben Hähnchen noch ganz fettige und ölige Finger hatte. Ne? Ich denk, nee, Herbert, so kannst du nicht beigehen. Ne? Naja, flutscht er dir noch weg, ne? Ja, und auch Hygiene, ne? Ja, da bin ich zurück zum Waschbecken, wollte mir die Hände waschen. Ich will den Wasserhahn aufdrehen. Hör mal, da war da gar keiner, ne? Ich denke, sag mal, haben die Sanitärheinis bei der Installation die Hacken voll gehabt, ne? Dann habe ich mir gedacht, ach, pass auf, da ist bestimmt einer mit Bewegungsmelder, ne? Ja, und dann habe ich mich so bewegt, ne? Ja, aber nix. Und der Druck auf meine Blase nahm zu. Gott sei Dank kam in dem Moment einer rein. Ich denke, ach, mal gucken, wie der das macht. Ja, jetzt ging der aber erstmal zum Klo, ne? Und der Druck auf meine Blase nahm weiter zu. Vor allen Dingen, als ich ihm seinen Strahl hörte, ne? Also... Ja, hör mal, du hast ja gedacht, da steht ein Pferd an der Keramik, ne? Also, ja, auf jeden Fall war er irgendwann fertig und ging direkt raus. Aber, ja. Ohne sich die Flosse zu waschen, ne? Ich denk, wat ne Potsau, ne? Ja, und jetzt wusste ich immer noch nicht, wie der Hahn ging, ne? Aber, und ich war kurz vorm Einnässen. Ja, aber Not macht ja erfinderisch, ne? Aber, und dann habe ich mit dem Kinn hab ich den Seifenspender betätigt, habe mir die Flossen eingeseift und habe mir die Hände dann in eine Kloschüssel gewaschen, ne? Ja, was denn? Ist doch auch städtisches Wasser, ne? Ja, ich gehe direkt zurück zum Handtuchhalter. In dem Moment springt der Wasserhahn an, ne? Ja, da hatten die da so einen Fußkontakt im Boden eingebaut, ne? Ja, da muss man auch erst mal drauf kommen, ne? Ja, und die Hände habe ich mir dann anschließend, also mit der Urologie hat es dann noch geklappt, ne? Und die Hände habe ich mir dann anschließend direkt noch mal in eine Kloschüssel gewaschen, ne? Also, ja, fand ich irgendwie crazy. Ja, müsst ihr auch mal machen. Geil. Ja. Intermezzo recitativo agimento manon troppo. Titel Merkel pocht.
Kinderbastelaktion in Pulheimer Möbelzentrum, Lagerkoller im Tiroler Mannschaftsquartier, Zickenkrieg in Traumschiffkabine, Sexferkel in öffentlich-rechtlicher Anstalt, Klimakatastrophe in Willy-Brandt-Haus, Spatzenmissbrauch in Regensburger Domkapelle, Schweinepesterreger in Bayerischer Staatskanzlei, Dieselfahrverbot in Menschenaffenhaus, Abhörskandal in Lüdenscheider Gemeinschaftspraxis, Merkel in Russland. Winterkorn in Abgassumpf, Seehofer in Heimatmuseum, Störchen in geschlossener Abteilung, Lindner in Rechtfertigungsschleife, Roth in Bayreuth, Papst in Teufelsküche, Steinmeier in Sorge, Scholz in Schwarz, Schulz in Versenkung, Schulte in siebtem Himmel, Bohlen in Rente, Bach in Ehrenloge, Beckenbauer in Therapie, Merkel in China. Grau in Grau, Braun in Blau, Skandal in Zentrale, Wahrheit in Scheibchen, Konzepte in Tüten, Truppe in Not, Ende in Sicht, Randale in Kreuzberg, Software in Serie, Massentier in Haltung, Asylantenheim in Flammen, böser Onkel in Amerika, Bedarf in Lücke, Risse in Brücke, Mangel in Erscheinung, Vielfalt in Meinung und Merkel in Saudi-Arabien. Trump twittert, Juncker zittert, Weigel wütet, Jogi brütet, Gauland brodelt, Dobrindt jodelt, Lindner lauert, Grindel mauert, Höcke hetzt, Palmer schwätzt, Schäuble rügt, Zetsche lügt, Nahles wettert, Vettel brettert, Will verzweifelt, Meuthen verteufelt, Blasberg rhabarbert, Blüm salbadert, Lafer labert, Lichter kocht und Merkel, Merkel pocht. In Russland, in China, in Saudi-Arabien, im Schattenreich der dunklen Mächte, Merkel pocht auf die Menschenrechte. Danke Ihnen. So. Danke Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Und ich danke unseren musikalischen Gästen dafür, dass sie uns jetzt auf ihre unvergleichliche Art und Weise aus diesem kleinen Stimmungsloch wieder rausholen. Hier sind noch einmal für Sie, meine Damen und Herren, die Feisten. Bitte sehr. In den 60er Jahren ist meine Mutter nach Indien gefahren. Und es war in Goa, als sie an Gerd ihr Herz verlor. In einer wunderschönen, sternenklaren, indischen Vollmondnacht haben sie das Kunststück, mich zu Zeugen vollbracht. Sie nahmen bewusstseinserweiternde Drogen, so haben sie mich dann auch erzogen, gaben mir einen Namen. Man kann ahnen, wie sie darauf kamen, auch wenn man es mir nicht ansieht. Ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha, und Schulze heißt mein Vater. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha, und Schulze heißt mein Vater. Nach ein paar Jahren kehrten meine Eltern mit mir nach Deutschland zurück. Sie eröffneten ein indisches Restaurant mit Speisekarte auf Sanskrit. In dem Dorf, in dem wir lebten, war den Menschen all das fremd. Und so nahmen meine Eltern auch Currywurst mit Pommes im Sortiment. Ich erlebte meinen ersten Winter, ich sah das erste Mal Schnee. Kam in die erste Klasse, da tat es das erste Mal weh. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit. Für alle anderen Kinder war ich Schulze der Inder. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich heiße Ranjit, Ranjit Siddhartha. Schulze heißt mein Vater. Ich hätte gern Walter geheißen, oder Peter, oder Frank. Als Ranjit musste ich mich durchbeißen, und alle lachten sich halb krank. Ich wurde erwachsen, zog in die Stadt und lernte ein Mädchen kennen. Ich dachte, wenn ich ihr meinen Namen sag, würde sie gleich wegrennen. Doch sie küsste mich und meinte nur, sie verstünde mein Problem. Sie heiße schließlich Müller und vorneweg Chantal Doreen. Auch wenn man es uns nicht ansieht, Chantal und Ranjit sind unsere Namen.
Unsere Eltern hatten kein Erbarmen. Und deshalb an dieser Stelle allen Eltern ans Herz gelegt. Denkt nach, bevor ihr euren Kindern Namen gebt. Denkt nach, bevor ihr euren Kindern Namen gebt. Runzuelas blondes Haar geht fast bis zu ihrem Hintern. Da sagt jeder Mann, boah, sie kann mit den Wimpern klimpern. Und ihre Finger nagellack mit den aufgeklebten Schüttern. Ihr Lippenstiftgeschmack schmeckt nach Avocado-Kerne und ihr Traumdekolleté sind zwei Hügel weiß wie Schnee und er träumt von Amor und er sabbert ihr ins Ohr. Wo eine Prunzuela ist, ist immer auch ein Prunzuelo. Schokoladenweiß ist sein Gebiss und ist viermal so alt wie sie. Und es zeigt dir seine Yacht und danach noch seine Villa. In seinem Porsche war sie dann ganz fasziniert von ihm als Mann. Und sie heirateten gleich. Sie war schön und er war reich. Beide lebten dann zusammen. Sie dachte, er macht es nicht mehr lang. Doch sie hatte sich geirrt. Und so fing sie an zu trinken. Prunzuelo war verwirrt. Denn sie bekam einen roten Zinken. Sie sagte zu ihm, alter Sack. Und war den ganzen Tag betrunken. An einem schönen Sommertag ist sie im Swimmingpool versunken und die Geschichte hat die Moral. Liebe ist manchmal eine Qual und die Moral von der Geschichte: besoffen schwimmt man besser nicht. Adios, Prunzuela.
Danke sehr. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank, die Feisten. Ja, meine Damen und Herren, Sommerzeit ist ja auch die Zeit, wo wieder der Rauch aufsteigt über den Gärten. Nicht, weil die Dieselautos immer noch in die Innenstädte fahren dürfen, sondern weil jetzt wieder die Zeit des Grillens angebrochen ist. Natürlich, das ist ja eine der Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Aber ich habe jetzt festgestellt, bei uns in der Siedlung zumindest, ich weiß nicht, ob es anderswo auch so ist, da gibt es also jetzt so einen kleinen Krieg, kann man fast sagen, nämlich zwischen den Fleischgrillern und den Anti-Fleischgrillern. Also zum Beispiel vorige Woche, da hat mein Nachbar zum linken, Herr Müller, der schmeißt seinen Grill an, nicht tut eine Bratwurst drauf und sobald der erste Duft durch die Gärten zog, stand sofort die Tofu-Polizei am Gartenzaun. Ja, sind quasi die Religionswächter der Veganer, kann man sagen. Und die waren bewaffnet. Mit Wasserpistolen. Das dauerte eine Minute. Tisch! Da war der Grill aus und die Bratwurst konnte ihr Seepferdchen machen, meine Damen und Herren. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenig oder gar kein Fleisch zu essen. Natürlich, das ist auch sinnvoll, wenn ich nur an das ganze Gammelfleisch denke, nicht was ja immer wieder entdeckt wird. Ich meine, was nützt es Ihnen, wenn das Kotelett 46 Cent kostet, aber Ihnen beim Braten aus der Pfanne springen, aus der Küche läuft? Also da haben wir nichts von. Insofern, aber, wissen Sie, wenn das mit dieser Verteufelung der Fleischverzehrer so weitergeht wie im Moment, dann gibt es in ein paar Jahren hinterm Bahnhof illegale Döner-Dealer. Ja. Psst, Bruder, brauchst du was? Kebab, Tafelspitz, Bratmax. Ich meine, auf der rechten Seite, drei Häuser weiter, wohnt die Familie Lohmann, Ehepaar Lohmann, nicht, zwei Kinder, und das sind auch, die haben auch diesen missionarischen Eifer. Das sind so Tofu-Fundamentalisten, kann man sagen. Nicht, also das ist, die haben auch keine Kinder, nicht, die haben Sprösslinge. Also das ist, die sind wirklich schlimm drauf. Ich glaube, die würden am liebsten so ein Gemüsekalifat errichten. Ja? Sie liest nur Bücher von Günter Grass. Ja, nicht? Und er hat mir beim letzten Straßenfest, hat er mir angetrunken gestanden, er hätte letztens geträumt, er hätte Oralsex mit einem Löwenmäulchen gehabt. Nicht letzte Woche treffe ich sie auf der Straße, da waren sie auf dem Weg ins Kino. Ich sage, ach, gucken Sie sich einen veganen Film an. Welchen denn? Drei Stängel für Charlie? Oder Fluch der Kohlrabi? Ja, fanden Sie nicht lustig? Nicht? Für die, wenn ich als Fleischesser bin, ich ja für die so eine Art, sagen wir mal so eine Art, weiß ich gar nicht, Mortadella-süchtige Auftragskiller. Nicht? Also Fleisch verzehren, das ist für die Lohmanns, das ist, wie soll ich sagen, das ist schlimmer. Das ist schlimmer, als wenn Sie einen Stock an Ihren Hamster binden würden und damit auf YouTube zeigen, wie man zwischen den Heizungsrippen fegt. Ja. Ganz schön. So. Ja, jetzt pass auf. Jetzt gibt es natürlich, aber es gibt auch Menschen, die sagen ja, auch Pflanzen haben Gefühle. Meine Kollegin Frau Berger, die ist nicht ganz so schlimm, aber die redet mit Pflanzen. Ja, die sagt, die brauchen das, das finden die gut. Die hat im Büro bei uns, hat die ein Usambara-Veilchen stehen. Dann redet die immer mit dem, ja. Dann sagt sie, oh, jetzt mache ich noch die Aktenablage. Gleich in der Mittagspause gehe ich in den Supermarkt. Was soll das Veilchen da sagen? Bringen Sie mir einen Snickers mit? Letztens kam sie ins Büro, da sagt sie, mit wem reden Sie da gerade? Ich sage, mit dem Aktenrollschrank, das war auch mein Baum. Der hat nur eine Umschulung gemacht in der Möbelabteilung von Ikea. Ja, jedenfalls bin ich jetzt also hin zu der jener Nachbarn Frau Lohmann und sage zu ihr, wer sagt Ihnen denn, dass Pflanzen keine Gefühle, keine
schlimme Schmerzen haben. Es gibt nämlich Menschen, die sich genau damit beschäftigen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ein paar Bücher gelesen. Zum Beispiel Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume, hat einen Bestseller geschrieben. Die Untertitel, nicht was sie fühlen, wie sie kommunizieren. Tolles Buch, müssen wir lesen. Da steht dann drin, wie sich die Bäume unterhalten, so. Ja, also da sagt dann, sagt die Eibe zur Ulme, oh, die Buche, die trinkt immer so viel, die hat dauernd einen in der Krone. Ja, also so, die geben sich Tipps, was hilft gegen Falten in der Rinde, nicht, oder wie schmerzhaft ist eine Wurzelbehandlung, oder die Kiefer sagt, meine Zapfen stehen schief, ich muss zum Kieferorthopäden, also, lesen, ganz tolles Buch, oder hier habe ich mir extra rausgeschrieben, zum Beispiel Daniel Schamowitz schreibt in seinem Buch, was Pflanzen wissen, ich zitiere, wenn Sie das nächste Mal durch einen Park schlendern, halten Sie einen Augenblick inne und fragen Sie sich, was sieht der Löwenzahn in der Wiese? Was riecht das Gras? Berühren Sie die Blätter einer Eiche in dem Wissen, dass sich der Baum an die Berührung erinnern wird. Und er hat recht. Das geht mir andersrum auch so. Ich bin mal von einem Eichenast berührt worden, als er von 4 Meter Höhe runtergefallen ist. Da erinnere ich mich heute noch dran. Ja, vor allen Dingen an die Zeit im Krankenhaus wegen der Gehirnerschütterung. Jedenfalls habe ich zu Frau Lohmann gesagt, hören Sie mal, wenn Pflanzen wirklich Schmerzen haben, dann sind Sie doch der Schurke, dann sind Sie doch die Mörderin. Ihr stumpfer Rasenmäher, das ist Folter. Warum sagt man denn Grasnarbe? Das kommt daher, natürlich, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, hören Sie auf, Getreidekörner in Säcken zu halten. Hören Sie auf, den Tulpen die Zwiebeln abzuschneiden. Ja, statt Spargel aus der Dunkelhaft schmecke ich lieber Bratensaft. Und jetzt sind Sie dran. So, da ist sie sehr nachdenklich geworden. Nicht? Und sie hat am nächsten Tag noch ihren Rasen gemäht. Sie hat ihn aber vorher flächendeckend mit Lidocain besprüht. Das ist ein Mittel zur örtlichen Betäubung. Guten Appetit. So, hätten wir das auch geklärt, kommen jetzt wie immer am Ende der Sendung zu unserem großen Hart an der Grenze Gewinnspiel. Steht natürlich ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft, der größten Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Dementsprechend groß sind auch die Gewinne. Als da wären... Für den Sommer 2018 in Deutschland eine Extremwetterausrüstung für einen total verhagelten Tagesausflug zu einer Erdrutschbahn Ihrer Wahl, bestehend aus Starkregenschirm, Blitzableiter und Donnerbalken sowie einem Gutschein für einen Feuerwehreinsatz auf Pumpe. Außerdem einen Gutschein für eine Henkers-Mahlzeit für 11 Personen bei einem 4-Sterne-Italiener in Ihrer Nachbarschaft mit der dazugehörenden Grundausstattung aus italienischen Fahnen, Trikots der Squadra Azzurra und einem Riesenglas Gurken als Gastgeschenk für den Patrone und seine Mitarbeiter. Weiterhin 2 Freikarten für den Besuch des Public Viewings am Brandenburger Tor beim letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Südkorea. Am nächsten Tag großer Empfang der Mannschaft auf dem Berliner Flughafen mit passendem Wurfmaterial aus der Eier- und Gemüsekiste. Außerdem verlosen wir unter den Einsendern 6,7 Millionen von Franz Beckenbauer, Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger handsignierte Sommermärchenbücher mit dem Titel Von Dreien, die hinterzogen und das Fürchten lernten. Und so lautet die Hart an der Grenze Gewinnspielfrage. Wer befindet sich permanent im passiven Abseits? Ist es A. Christian Lindner, B. Papst Franziskus oder C. Bellariti? Schreiben Sie alle 3 Antworten auf ein Panini-Bild Ihrer Wahl. Kleben Sie dieses auf einen 500-Euro-Stein und schmeißen Sie das Ganze einfach aus dem Fenster. Wir sehen und hören uns erst wieder Ende Oktober diesen Jahres. Und egal, was dahin passiert, die Fußball-Weltmeisterschaft ist auf jeden Fall vorbei. Kommen Sie gesund durch den Sommer.